Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Assassin's Creed. Wir haben jetzt eine Stunde Assassin's Creed geguckt. Willkommen zurück bei Horizon. Assassin's Creed, ja nee, ist klar. Es kommt davon, wenn du zu lange, eine Sache guckst. Mein Gehirn ist schon Matsche. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie lange wir halt noch brauchen für das Spiel. Aber ich freue mich, wenn... Ich freue mich, wenn wir es durch haben. Du hast Hecaro gerettet, aber wieso war das überhaupt nötig? Tatsächlich bin ich am Überlegen. Ich sag mal tatsächlich, das habe ich mir. Also. Was wir nach Horizon spielen. Ich werde eine Umfrage in den Discord schreiben. Das heißt, wenn er nicht im Discord ist. Ihr habt dann die Auswahl zwischen. Tomb Raider. Also Tomb Raider weitermachen mit Underworld. Oder ob wir Assassin's Creed weitermachen. Also eins von beiden könnt ihr euch dann aussuchen. Aloy ist so mega. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Ich tendiere ja zu Tomb Raider, wenn ich ganz ehrlich bin. Obwohl ich ja Assassin's Creed auch nicht... Nein sagen würde. Feuer macht die Sache einfacher. Bin ich ganz ehrlich. Ist okay. Oh, das war ja mehr daneben. Okay, ich sollte im Gebüsch bleiben und einfach nur... ich spiele meistens immer auf normal. Also ich spiele fast jedes Spiel auf normal, das erste Mal. Hey, das habe ich gesehen. Ein Halbstreifen. Willkommen, Krieger. Schön, dich zu sehen, Fremde. Du hast die Kuh verteidigt. Ich finde halt, normal ist halt... Ja, Isabo, reden ist halt nicht deine Stärke. Auf was spielst du denn? Also auf welches Spiel... Mein Gott, auf welche Schwierigkeit spielst du denn heute? Oder spielst du das Spiel generell? Auf normal oder spielst du es auf schwierig? So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Dinger jetzt tot kriegen. Ohne, dass ich von denen getötet werde. Das wäre sehr toll, tatsächlich. Sollte mir auch... Die waren doch gerade nicht da. Die Arschen, die waren doch gerade eben nicht da. Ich habe jetzt auch Story, weil ich wissen, wie es weitergeht, werde dann noch ultra hart spielen wegen des Archivements. Ja gut, ich habe die Archivements schon. Aber ich werde auch nur die Story, sag ich mal, größtenteils machen. Damit wir auch irgendwann mal andere Spiele spielen. Habe ich gar keine.
rausgehen muss. Mit Säure wird das hier ewig dauern. Oh, da ist noch ein Schnappmaul. Oh mein Gott. Oh, 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 viel aber. Besser. Sehr gut. Ah, dann packt man da. Einem hier die Dinger einsammeln. Ich finde sowieso, es könnten ruhig mal so mehr Spiele wie so Horizon rauskommen, finde ich. Oder so Dinger, die so halt. Ich hoffe wirklich, ich habe ja die Gerüchte gehört, dass nächstes Jahr ein Assassin's Creed Teil rauskommen soll. Ein Tomb Raider Teil rauskommen soll. Immer gut, einen Vorrat. Und ich hoffe, dass das Gerücht stimmt. Ich hab wirklich Bock auf einen neuen Tomb Raider Teil, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da so Lust drauf, weil der andere Teil halt schon so lange her ist und das Ende halt von dem Spiel halt offen war. Deswegen hoffe ich, dass da halt noch einen Tomb Raider Teil rauskommt. Hoffe ich. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ehrlich bin. Das ist voll geil. Das ist voll geil mit dem Meer und alles. Ah, hier ist das Meer. Das ist halt einfach so cool. Ich habe die nötigen Daten, um Rotaugenwächter zu überbrücken. Da sind zwei. Oh, du lebst noch. Jau! Genau, was ich brauche. Hm.
Unbekannte Säurerollrücken, unbekannte Rollrücken. Machen wir keins von beiden. Ich finde auch ein bisschen Horizon hat noch ein bisschen Tomb Raider-Feeling, finde ich. Ich finde sowieso, es gibt irgendwie zu wenig Spiele mit einer starken mit einem starken weiblichen Charakter. So. Also mir fallen nicht viele Spiele ein, die einen weiblich starken Charakter haben. Ja klar, Tomb Raider, Aloy, also Croft, Aloy. Was noch? Ja gut, bei Horrorspielen sind es meistens immer Frauen. Aber ich glaube, selbst in Resident Evil spielst du meistens BB. Ich glaube, selbst bei Resident Evil sind es, glaube ich, meistens Kerle, die du spielst. Final Fantasy. Ja gut, Lightning hättest du da als weiblichen Charakter. Aber sonst so ein Spiel wie bei Assassin's Creed oder so mit einem weiblichen Charakter ist halt, glaube ich. Glaube ich auch selten. Siehst du ja bei Assassin's Creed. Ich glaube, da gibt es zwei Spiele mit einem. Jägerin wird zur Gejagten. Mit einem starken weiblichen Charakter. Wie Cassandra zum Beispiel. Oh mein Gott, das war nun stark. So, habe ich. Und ja. Da könnten ruhig ein paar mehr Spiele von geben. Schön, ich mach mal einen gescheiten Damage. Das ist doch mal cool. Mal wie geil. Wie viel Damage. Holy shit. Nee, bei dem mache ich einen Sternschlag. Ist irgendwo noch eine Fragezeichen. Hier soll irgendwo noch ein Viech sein. Oh. Sie ist säureanfällig. Au.
Egal. Wir haben die anderen gekriegt. Ich hoffe, dass er das gespeichert hat. Da sind die respawned, ey. Was eine Frechheit. Da sind die einfach respawned. Aber wir haben die anderen. Ich hoffe, wir haben die anderen beiden, die zählen noch. Links machen? Warum mal sind ja nur noch 200 Meter? Sind ja nur noch 200 Meter. Die machen wir jetzt nicht, die haben wir gerade gemacht. Ich hoffe, dass die noch zählen. Ich hoffe, dass die noch zählen. Wenn nicht, wäre es ein bisschen kacke. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Alter, was läuft da denn rum? Okay, Zeit übers Wasser zu fahren und Landfall zu suchen. Und Alva. Was bist du? Stopp! Halt! Was bist du? Schlachtbrücken. Was hatten wir für eine... Ein Treffer mit einem Frostpfeil sollte eine Kettenreaktion auslösen. Was habe ich denn da? Das ist ein Witz. Läuft doch nicht in deine Richtung, ey. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ach, die Süßis, ja, die süß, klar. Ja. Oh, scheiße, Dreck. Wir werden die Suche bald aufgeben. Okay, er sieht mich nicht. Den will ich gerne erlegen. Du musst mich doch gar nicht sehen. Ich wollte gerade sagen. Oh scheiße, ich hätte treffen sollen. Ugh. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Hau ab!
ist ja nicht doof, das Viech, das Viech ist ja nicht dumm. Ich ist ja nicht dumm, tatsächlich. Uff. Kackendrücke. Was macht das? Verursacht hier kaum Schaden. Alter, leck mich am Arsch. Das war aber knapp. Oh Gott. Den zu töten wird ja... Den zu töten wird eine Katastrophe. Das wird ja eine Katastrophe. Höher zielen. Wollte ich nicht erst den Schwanz machen? Sein Säure-Ding ist zum Beispiel weg. Ja, das macht Säureschaden. Verpiss dich. Hau ab, ey. Dreh dich wieder um. Geh weg. Weg. Husch, weg. Jetzt doch hier noch mehr ab. Müsst ihr den erstmal sehen. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Ich erstmal die Fässer da weg, damit der uns nichts anhaben kann. Schade. Ich bin nicht hier. Alter, wie kann der mich nicht sehen? Soll ich mal in einen anderen Busch gehen?
So, das war's dann. Ich hab Zeit. Ich glaube, ich nehme das hier einfach mal. Mein Kopfhörer sind leer. Ich würde das Lied dann gerne da aufmachen. Das ist ein Witz. Ich mach gerade meine Kopfhörer. Hau ab! Dass ich mir auch denke, mit so einem Viecht. Eins mit dem Gras. Ich bin alles und jedes. Alter. Musst ihr so viel Leben haben? Zwanzig Jahre später. Scheiße, das kam gar nicht an. Shit, das kam ja gar nicht an. Sehr viel Säure, um die zu erledigen. Das hat Damage gemacht, okay. Hier auf den Hinterteil. Normal sind die süß, ist aber schlauer. Ich finde gut, wenn die nicht so schlau sind, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich bin nicht so der Freund, wenn der mich jetzt angreift. Cool, ich habe den nicht getroffen. Was war das denn? Das Unterteil erwischen. Leck mich doch am Arsch, ey.
denn auch kein Damage? Ja, ist gut, dass sie nicht ganz so schlau sind, aber ich will die Teile haben. Ich will diese Teile! Ich will jetzt auch nicht da irgendwie reinstürmen oder so und den machen, weil ich ganz genau weiß, er gewinnt. Ich verliere, weil ich total unfähig bin. Sie suchen nach mir. Vierhundertsechsundsechzig Schaden ist schon... Wow, das ist ja schon schön. Tja. Wo ist er denn jetzt? Das Säure-Dinge würde ich gerne zerstören. Damit er ein bisschen Säureschaden frisst. Kommt nicht näher. Oder das da drunter wäre halt cool. Dankeschön. Ja, das ist okay. Und soll den Steam sehen. War eigentlich dafür gedacht, dass man die Errungenschaften unten sehen kann, die ich krieg. Ja. Nee, alles gut, ich weiß das. Aber danke für die Info. Ich habe mir halt gedacht, ihr seht halt nicht, wenn ich Errungenschaften kriege oder so. Oder habe ich gesagt, ja, habe ich gedacht, das wäre ein cooles Gimmick, wenn ich euch die Errungenschaften zeige, die man so kriegen kann in manchen Spielen. Oh, scheiße, das war knapp daneben. Komm, beweg dich doch in meine Richtung. Nur ein Stück, ey. Komm schon, lauf. Der bewegt sich auch kein Millimeter, ey. Der bewegt sich auch kein Millimeter. Das ist zu weit. Scheiße, Drecke. Okay, ich muss die Dinger da links und rechts wegmachen. Ja, jetzt hast du mich gesehen, oder was?
Schade, jetzt hat das Viech mich gesehen. Auch sofort Munition. Oh, Plan B, ey, wie ich den erschieße. Alter, ich komm dann das Viech nicht ran. Alter. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Geschafft. Wo ist es denn jetzt? Ich hab's getroffen. Da liegt sie gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.